Die neue Woche startet in weiten Landesteilen trüb. Dazu fällt auch immer wieder Regen, nur in den Bergen oberhalb von 800 bis 1000 Meter Höhe rieseln Flocken. Besonders viel Neuschnee gibt es an den Alpen. Die Höchstwerte liegen recht einheitlich zwischen 5 und 9 Grad, mit den niedrigeren Werten in Bayern. An Heiligabend geht das wechselhafte Wetter weiter und an vielen Orten braucht man den Regenschirm. Im Vergleich zum Vortag wird es vor allem im Westen noch milder, entlang des Rheins sind sogar 10 Grad drin. Etwas kühler bleibt es von Berlin bis München. Dazu frischt der Wind in der Südwesthälfte deutlich auf, in den Mittelgebirgen gibt es Sturmböen. Am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt es unbeständig und nass. Auf den Bergen mischen sich vor allem im Südosten Schneeflocken unter den Regen. Am zweiten Feiertag gibt es dann lange trockene Phasen und etwas Sonnenschein. Schon am Freitag bringt aber ein neues Tief Niederschläge, die im Nordosten bis in tiefe Lagen teils mit Schnee vermischt sein können.